Wir kommen damit zum nächsten Tagesordnungspunkt Nr. 17, Entschädigungssatzung. Da war im Vorfeld signalisiert, dass wir es ohne Debatte machen. Herr Schmählich, gegebenenfalls. Bitte schön. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Öffentlichkeit. Ich weiß selbstverständlich, dass es so ziemlich die unpopulärste Möglichkeit ist, eine Entscheidung zu treffen, wenn man über Entschädigungssatzungen oder über Diäten spricht. Das ist im Bundestag so, das ist in den Landtagen so, das ist fraglos auch in einem Stadtrat so. Aber unpopulär heißt nicht, dass man sich an dieser diese Aufgabe nicht wahrnehmen muss und insbesondere dann, wenn sie notwendig ist. Wir werden heute die Satzung zur Entschädigung und auch die Fraktionsrechtsstellungssatzung, aber die Satzung zur Entschädigung aus dem Jahre 2003 ersetzen. Dieses Datum ist aber auch nur die halbe Wahrheit, weil der größte Teil der dortigen Regelungen bereits auf das Jahr 1992 zurückgeht. Das heißt, wir werden heute nach 25 Jahren eine neue Entschädigungssatzung und einen neuen Entschädigungsrahmen finden für die Entschädigung von Stadträten, Ortsbeiräten, Ortschaftsräten und sachkundige Bürger in den Ausschüssen und in den Beiräten. Es hat bereits 2012 einen Vorstoß gegeben, damals der Oberbürgermeister Helmer Oros. Der ist gescheitert, weil man sich nicht einigen konnte. Ich bin sehr froh darüber, dass es diesmal gelungen ist, und zwar gemeinsam mit CDU, FDP, dass SPD, Grüne und Linke hier darum gerungen haben, welche neue Regelung wir finden. Wir denken, dass wir am Ende eine sehr ausgewogene Satzung heute vorlegen. Und auch wenn man sich darüber streiten kann, das eine oder andere richtig ist, ich denke, es ist wichtig zu erwähnen, eine faire Entschädigung der ehrenamtlichen Arbeit. Und ehrenamtlich heißt nicht, vergelt's Gott. Das heißt nicht. Also dazu ist auch diese Arbeit zu irdisch. Eine faire Entschädigung wird auch die Rolle der gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerinnen und Bürger auch gegenüber der Verwaltung stärken helfen. Ich denke, sie trägt auch diese neue Regelung den Anforderungen und den veränderten Anforderungen an die Arbeit der gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Stadträte, Ortsbeiräte, Ortschaftsräte und der Bürgerinnen und Bürger bei. Und aus dem Grunde denke ich, dass es gut ist, dass wir heute diese Entscheidung, mag sie auch unpopulär sein, treffen. Wir kommen gerne der Bitte des Oberbürgermeisters nach und deshalb stelle ich den Änderungsantrag zu Paragraph 6 der Beschlussempfehlung, der sich mit dem Inkrafttreten der Satzung beschäftigt. Dort bitten wir, alle Sätze, die dort momentan sind, zu streichen und zu ersetzen durch den Satz, die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Ich bitte also deshalb um Zustimmung und danke nochmal an die beteiligten Fraktionen. Vielen Dank. Wird weiterhin das Wort gewünscht? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer zunächst dem Änderungsantrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Das ist die überwältigende Mehrheit, wer damit angenommen. Wir kommen dem so geänderten, federführenden auch Ausschussbericht zur finalen Abstimmung. Wer zustimmen möchte, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Bei 5 Enthaltungen keiner Gegenstimme und 56 Ja-Stimmen wird das so angenommen.